Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zu diesem Thema des Gottesdienstes, dass Gott ein Gericht dereinst halten wird und dass er der Richter ist, habe ich einen Text rausgesucht aus dem Neuen Testament, Verse aus dem Matthäusevangelium, über die sehr selten gepredigt werden. Wir wollen hören auf Matthäus 11, die Verse 20 bis 24. Dort heißt es: Da fing Jesus an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren, denn sie hatten nicht Buße getan. Wehe dir, Chorazin! Wehe dir, Bethsaida! Wären solche Taten in Tyros und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyros und Sidon erträglicher ergehen am Tage des Gerichtes als euch. Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst bis in die Hölle hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch des heutigen Tages. Doch ich sage euch, es wird dem Land der Sodomer erträglicher ergehen am Tage des Gerichtes als dir. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns jetzt diese Verse aus dem Matthäusevangelium für diese Predigt in diesen Gottesdienst hinein. Wir wollen dich bitten für diese nicht einfache Perikope, dass du uns die Bedeutung dieser Worte eröffnen wollest für unseren Glauben. Und wir wollen dich auch bitten, dass wir das, was wir hören werden, auch wenn es schwer und hart ist, dass wir es annehmen können für unseren Glauben und dass wir uns danach ausrichten können. Und dass das passiert, dass wir deine Stimme hören und dass wir dieser Stimme folgen, dazu brauchen wir deine Hilfe, deinen guten Geist für diese Predigt. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wie die meisten von Ihnen wissen, werden wir die Kirche in den nächsten Monaten, ja vermutlich in den nächsten 2 Jahren, ab November umfänglichst sanieren. Wir werden eine Innenraumsanierung bekommen und es wird alles ganz neu, ganz hübsch gemacht. Da sind die besten Planer und Architekten, das muss man schon sagen, der Bundesrepublik mit befasst. Und wir hatten in der letzten Woche eine Bausitzung mit dem Beleuchtungsbüro Deutschlands, die Firma Bamberger. Ich muss ja keine Werbung machen, aber Insider wissen das. Das ist so das Beste vom Besten. Die haben den Ulmer Münster, die haben auch den Kölner Dom beleuchtet. Und da war eine junge Ingenieurin, Architektin, die hat das Konzept vorgestellt, wie denn demnächst unsere Kirche beleuchtet wird. Das ist derzeit ja alles so ein bisschen, ja, so eine Mischung aus mittelalterlicher Romantik mit den Kerzen und so DDR-Grenzzaunbeleuchtung, was hier oben dran ist. Das, was kommen wird, ist ein fantastisches Konzept. Unter anderem ist bei diesem Konzept vorgesehen, dass wir einen Neanderweg in diese Kirche bekommen. Da haben wir einen eigenen Kirchpädagogen dabei, der das vorbereitet. Und da wird es einzelne Beleuchtungsmodule geben, dass man, wenn dann die Kirche für Besucher geöffnet ist, dass man einzelne Spots setzen kann auf diesem Neanderweg, der durch die Kirche gehen wird, der ein missionarischer Weg wird, der aber dann einzelne Punkte benennt. Und da sind dann Beleuchtungsspots, die gesetzt werden, wo immer wieder geguckt wird, das ist was Besonderes in der Kirche, beispielsweise die Orgel oder die Kanzel, die Menorah, oben den segneten Jesus in der Decke, und da wird dann etwas zu erzählt. Also es werden bestimmte Dinge aus der Kirche, nicht alle, exemplarisch rausgegriffen und beleuchtet. Es werden Spots gesetzt. Und genauso ist es heute Morgen, was ich mit Ihnen machen möchte, mit diesem Predigttext. Ich möchte Spots setzen auf bestimmte Elemente. Spots auf das, was aus meiner Sicht wichtig und zentral ist. Und ich habe 4 Spots herausgegriffen. Erstens möchte ich über die Wahrheit der Schrift predigen. Zweitens über die Existenz des Gerichtes. Drittens über die Ablehnung des Heilandes. Und viertens über die Notwendigkeit der Buße.
vier Spots auf Entscheidendes aus diesem Predigtext. Das erste, der erste Spot, die Wahrheit der Schrift. Jetzt ist in diesen Versen überhaupt nicht das Wort Wahrheit erwähnt, aber die Wahrheit der biblischen Botschaft lässt sich hieran ablesen. Das ist ja etwas, was uns die Bibel immer wieder sagt. Darauf kommt es an, dass ihr das, was hierin steht, wirklich hundertprozentig als Wahrheit annimmt. Dass ihr das glaubt. Psalm 33 heißt es, des Herrn Wort ist wahrhaftig. Was er zusagt, hält er gewiss. Johannes 17 sagt Jesus im hohepriesterlichen Gebet, dein Wort ist die Wahrheit, heilige die Deinigen in der Wahrheit. Aber das ist für ganz viele Menschen, die heute leben, eben nicht wahr. Die sagen, ah, das ist nur Menschenwort. Auch viele Theologen verkündigen das fröhlich und zur Lüge der Bibel, dass sie sagen, es ist Menschenwort. Nein, es ist ewig gültiges Gotteswort. Es ist die Wahrheit absolut. Jedes Kapitel, jeder Vers, jedes Wort, jedes Jota ist wahr. Auch wenn wir vielleicht nicht direkt alles verstehen. Und dieser Text ist so ein Wahrheitstext für mich. Da ist Jesus vor 2000 Jahren hingegangen und dann hat er diese Städte verflucht. Wehe euch, das ist eine Verfluchung. Das Schelten ist hier im Prinzip zu schwach. Er droht ihnen Dinge an. Diese drei Städte. Und wenn sie heute nach Israel fahren, und wer schon einmal da war, der weiß das, diese Städte sind nicht mehr da. Und hier sind nun mal Dinge, die sagen die Theologen häufig, ja, vieles in der Bibel sei geschrieben worden, nachdem es passiert ist. Zum Beispiel der Untergang Jerusalems wird immer gesagt, ja, das hat Jesus gar nicht voraussehen können, sondern Matthäus und Markus und Lukas haben das dann um 70 erlebt oder um 80 erlebt und haben es dann nachträglich Jesus in den Mund gelegt. Das wird dann immer wieder von solchen Irrlehrern behauptet. Hier haben wir einen Punkt, wo wir es ganz klar belegen können. Chorazin, Bethsaida, Kapernaum, die sind so zwischen 800 bis 1300 nach Christus untergegangen. Da war die Bibel längst schon fertig. Bis dahin waren das zum Teil florierende Städte. Die waren Bedeutung. Das waren Zentren des kaufmännischen Lebens. Und auf einmal waren sie weg von der Landkarte. Jesus hatte sie verflucht. Jesus hatte sein Wehe über sie gesprochen. Und dann mussten sie erleben, dass das wahr ist. Das Wort Gottes ist wahr. Also das ist für mich, wenn Leute mich fragen, ja, beweis doch mal die Bibel. Eins der Stellen, denen ich sage, hier kannst du sehen. Ich habe in Kapernaum gestanden auf den Ruinen. Da siehst du, was das für eine prächtige Stadt war. Nichts mehr, weil Jesus das Fluchwort über dieser Stadt ausgesprochen hat. Aber nicht nur hieran können wir es sehen. Es sind so viele Stellen in der Bibel, wo wir die Wahrheit der Bibel sehen können. Wenn vor 3000 Jahren geschrieben worden ist in der Bibel, dass das menschliche Leben auf 3000 Jahre, auf 120 Jahre begrenzt ist. Und dann konnten die Menschen vor 3000 Jahren nichts damit anfangen. Die haben gesagt, was ist denn das für ein Geschwätz? Kein Mensch wird 120 Jahre. Heute wissen wir, das ist die maximale Grenze. Da ist noch keiner drüber gegangen. Mit 120 ist das Ende, sagt die Bibel. Ja, woher gibt es denn solches Wissen? Die medizinische Fachexpertise hatten sie damals noch nicht. Aber Gott hat es ja geschrieben, weil es die Wahrheit ist. Und wenn in der Bibel steht, im Psalm 90, unser Leben wäre 70, wenn es hochkommt, sind 80 Jahre. Und dann dass die Gesundheitsberichterstattung des Bundes für das letzte Jahr festgestellt hat, Männer werden in Deutschland 78 Jahre, Frauen 83 im Durchschnitt. Dann wissen wir etwas von der Wahrheit der Bibel. Auch das 3000 Jahre alte Worte, wo sollte das die Bibel her wissen? Ja, nur weil es Gott geschrieben hat, weil es die Wahrheit ist, die ewig gültige Wahrheit. Und da gehen doch die ganz großen Dinge. Und es ist, das darf ich euch sagen, ihr merkt, wie ich jetzt sauer werde, nicht, wenn die Theologen und Professoren an den Unis lügen. Wenn sie Dinge erzählen und die Leuten weismachen, die schlucken das runter. Ja. Und dann gesagt wird, die Bibel behauptet, die Erde ist eine Scheibe, steht überhaupt nicht drin. Was ich in der Bibel lese, ist in 1. Korinther 1 halt nicht von der Kontinentalverschiebung, nicht, was auch dann irgendwann Physiker rausgefunden haben. Nicht, als Gott die Erde getrennt hatte, halt wird er erzählt von den Zeiten. Da sind so tiefe Wahrheiten drin. Da kommen dann immer wieder so meine Jägerkollegen zu mir. Ja, das ist auch so. Ich, wisst ihr, bin Jäger. Und sagen, ja, Mensch, du mit deiner Bibel und du mit deiner Wahrheit, aber das kann ich dir doch beweisen. Da steht doch dann in 3. Mose 11 drin halt, der Hase sei ein Wiederkäuer. Das ist er doch nicht. Das weißt du doch selber. Hast doch genug geschossen, hast doch genug aufgeschärft. Nicht? Die haben keine 2, 3, 4 Mägen, nicht wie das bei den Wiederkäuern ist. Und dann sage ich denen,
Vom biologischen her ist das richtig, aber vom phänomenologischen nicht. Da sage ich, passt du eigentlich nicht auf, wenn du am Hochsitz sitzt? Dann nimm mal dein Fernglas in die Hand. Das weiß jeder, der Jäger ist, wenn er so die Hasen kennt. Bei den Hasen ist es so, die Hasen fressen das Gras und den Klee und alles, was auf der Wiese ist. Und weil die eben nur einen Magen haben, scheiden die es wieder aus. Und dann sind das ganz hellgrüne Kotklümpchen. Und die fressen die sofort wieder. Und dann beim zweiten Durchgang, dann sind die dunkelschwarz. Das heißt, die fressen auch wieder, nur nicht über den Magen, phänomenologisch vollkommen richtig. Und dann sagen sie, oh, das habe ich ja gar nicht bedacht. Ja, so ist das. Aber man meint immer so mit einem Argument dann so die Bibel widerlegen zu müssen. Sie dürfen mir glauben, ich habe wirklich in 35 Jahren intensivstem Bibelstudiums noch nichts gefunden, was dem menschlichen Verstand, was der Wissenschaft widersprechen würde. Nichts. Und ich würde es auch anders sagen. Ich bezeuge das zur Ehre Gottes, hier auf der Kanzel steht. Die Bibel ist die Wahrheit. Und wie gesagt, das ist auch so ein Wahrheitstext. Jesus spricht ein Fluchwort und dann ist es zu Ende mit diesen Städten. Dann werden die Stecker gezogen. Früher oder später geht es zu Ende. Das Wort der Bibel ist wahr. Und das ist etwas ganz Entscheidendes. Da habe ich das auch als erstes gesagt, als Spot. Das ist so wichtig, dass wir das annehmen und da nicht einen Millimeter wanken. Wo wir das Wort Gottes nicht ernst nehmen, gehen wir dem Widersacher auf die Schliche, wie im Paradies, sollte Gott gesagt haben, kann es nicht ein Müh anders sein? Nein, das Wort ist wahr und wir müssen uns heiligen in dieser Wahrheit, das ist wichtig, immer wieder das annehmen. Dann ist unser Weg gesegnet. Wehe dem, der das Wort Gottes nicht wörtlich nimmt, der nicht vollständig darauf vertraut, weil das Wort ja Gott ist. Wehe dem, dem wird es gehen wie Bethsaida und wie Kapernaum und Chorazin. Das ist das Erste, die Wahrheit der Schrift. Auch alles, was wir jetzt lesen, das kommt jetzt zu den nächsten drei Punkten, ist wahr, weil es die Schrift sagt. Damit kommen wir zum zweiten Spot, die Existenz des Gerichtes. Davon spricht hier Jesus. Das ist ja schlimm genug, dass diese drei Städte untergegangen sind. Jesus hat sie verflucht und die sind untergegangen. Da könnten manche denken, das ist das Gericht. Nee. Ich weiß nicht, wie schlimm und wie das genau gewesen ist. Das können die Historiker auch nicht sagen, wie die untergegangen sind, wann auch genau das gewesen ist. Man kann nur etwas sagen, ab wann es sie nicht mehr gab. Aber der Untergang dieser drei Städte ist nichts gegen das, was die im Gericht erwartet. Das steht hier. Das Schicksal von Tyros und Sidon, das Schicksal von Sodom, ist gnädiger als das, was ihr erleben werdet. Denn ihr werdet in das Gericht kommen. Denen steht Schlimmeres bevor. Diese Geschichte, diese Perikope spricht von der Existenz des Gerichtes. Und nicht nur hier. Die Bibel spricht immer und immer und immer und immer wieder vom Gericht. Wenn Sie sich mit den vier Evangelien beschäftigen, mit den Reden Jesu, wie häufig spricht er da davon, dass Gott ein Richter ist, dass er selber das Gericht von Gott gegeben hat und dass es eines Tages am Ende der Zeiten ein Gericht gibt. Wir haben zwei Texte gehört und es gibt viele in den Evangelien. Lesen Sie den Römerbrief, die ersten drei Kapitel vom Gericht Gottes. Lesen Sie die Offenbarung, durchweg Gerichtsworte, immer wieder die Warnung bis zum Höhepunkt, wenn auch dort das Weltgericht beleuchtet wird. Und nicht nur dort, auch schon im Alten Testament, die Propheten haben immer wieder vom Gericht gesprochen. Oder in den Psalmen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, nur mal so eben quer zu lesen, in der Predigtvorbereitung, wie viele Psalme allein diese Überschrift von Gott, dem Richter und Gericht in der Bibel haben, in der Lutherbibel. Sie wissen, die Überschriften, die sind nicht im Urtext drin. Die sind dann später von Theologen dazugegeben worden. Aber auch da konnten Theologen nicht anders, weil diese Texte nur davon sprechen. Psalm 58 ist überschrieben in der Lutherbibel, Gott ist noch Richter auf Erden. Psalm 75, Gott ist Richter über die Stolzen. Psalm 76, Gott der furchtbare Richter. Psalm 82, der höchste Richter. Psalm 96, der Schöpfer und Richter aller Welt. Gott sitzt im Gericht und er wird eines Tages die Welt richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und alle Völker, ob es den Menschen passt oder nicht, ob sie hier drauf glauben oder nicht. Und das sage ich den Leuten auch immer, wenn ich versuche, ihnen Jesus nahezubringen. Wenn irgendwann der Punkt gekommen ist, wo die nicht wollen, sage ich, kein Problem, können wir alle abwarten. Denn das wird kommen, das Gericht. Ich werde, weil ich an Jesus glaube, mit zu Gericht sitzen. Aber du wirst vor dem Herrn und Heiland stehen und du hast auf tausend Dinge nicht eines zu sagen. Gott richtet, er wird mit zu Gericht sitzen. Übrigens bezeugen wir jeden Sonntag im Glaubensbekenntnis. Er wird kommen zu richten, die Lebendigen und die Toten.
Das war den Vätern und Müttern im Glauben so wichtig, dass sie uns das mitgegeben haben als Zentralaussage. Und Glaubensbekenntnis ist ja so das Allerwichtigste formuliert. Und das rufen wir uns jeden Sonntag zu. Und da werden Sie jetzt fragen, warum reitet der denn schon wieder darauf rum? Das ist ja wieder so eine dunkle, so eine harte Predigt. Nun, das eine ist, ich habe die Aufgabe, das Menschen zu sagen. Nicht nur euch, die ihr hier sitzt. Jetzt könnt ihr sagen, ja, wir sind ja alle wiedergeboren und das bezweifle ich. Heute Morgen sind auch Menschen da, die nicht wiedergeboren sind. Und denen sage ich nochmal in aller Klarheit. Habt ihr Jesus nicht, steht ihr nicht unterm Kreuz, wo dein Gericht schon gelaufen ist, sondern hast du das Blut des Heilandes nicht, musst du ins Gericht vor den lebendigen Gott. Und dann hast du, weil du von Jesus gehört hast, keine Chance. Da kommen wir gleich im dritten Punkt zu. Dann bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Das ist das eine, dass ich deine Verantwortung als Pastor habe. Das ist mir vollkommen egal, ob einer sagt, ja, mit seiner Predigt hat er mir das Mittagessen verdaut. Das gefällt mir nicht mehr, das interessiert mich nicht. Gott wird mich eines Tages fragen, hast du den Leuten diese Wahrheit gesagt? Ja oder nein? Und da wird ich nur sagen können, ich habe es immer noch nicht deutlich genug gemacht. Es gibt eine furchtbare Geschichte in Lukas 16 von dem reichen Mann, der in die Hölle geworfen wird. Und als er merkt, für ihn gibt es keine Rettung mehr. Da gibt es für ihn nur eins. Ich flehe dich um eins, lass mich gehen zu meinen Brüdern, die noch leben, damit ich ihnen von der Wahrheit des Gerichtes, von dem Ausgang sage, der denen bevorsteht, die Jesus nicht haben. Und da hat er keine Möglichkeit, weil er hat es verdorben. Es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir auf ein Gericht zugehen, weil dann werden wir unser Verhalten ändern. Wer nicht weiß, dass es ein brutales und furchtbares Gericht, und ich spreche mit Worten der Bibel, gibt, für den ist das Evangelium nur billige Gnade. Und er wird, solange er das nicht weiß, immer nur Verächter der Gnade von Golgatha sein. Aber wer das weiß, der beginnt, den Weg der Bekehrung zu gehen. Ich sage Ihnen mal ein etwas dämliches Beispiel. Vor einiger Zeit ist es so gewesen, dass wir sonntags morgens zum Gottesdienst gefahren sind. Ich hatte nachher noch Dienste. Und da bin ich mit meinem Auto gefahren, etwas früher. Meine Tochter, meine Frau kamen mit dem anderen Auto hinterher. Ich fuhr dann über die Neuenlander Straße, fahre dann an der Tankstelle vorbei und da stehen die schon mal, die Polizisten, und blitzen. Jetzt weiß ich, da war wieder so ein Blitzerapparat aufgebaut, dass meine Frau so einen unruhigen rechten Fuß hat. Habe ich zu Hause schnell angerufen, weil die noch nicht weg waren. Ich habe gesagt, Schatz, pass auf, in der Neuenlander steht ein Blitzergerät. Was meinen Sie, wie meine Frau dort an diesem Blitzergerät vorbeigefahren ist? Nicht wie sonst, so ein bisschen sportlich und elegant? Nein. Schön, die 50 eingehalten, weil sie ja wusste, da macht es irgendwann einen Klick, wenn ich mich nicht an das halte, was vorgegeben ist. Das ist eine ganz normale Reaktion, die Menschen zeigen, wenn sie wissen, ho, hier werde ich sanktioniert. Und wenn das im Straßenverkehr für uns so ist, und wir hätten ja alle genauso gehandelt wie meine Frau, wenn wir die Information gehalten hätten, bitte, die Wahrheit der Schrift sagt, es kommt ein Gericht. Und darauf müssen wir vorbereitet sein. Wer Jesus hat, ist vorbereitet. Der braucht keine Angst zu haben. Der kann sagen, Halleluja, alles super. Aber wer es nicht hat, bitte, der muss sein Leben ändern, der muss sich korrigieren, damit er gerettet wird. Weil wer Christus nicht als Retter und Herrn annimmt, der ist dem Gericht zur Hölle verfallen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, die Ablehnung des Heilandes. Das wird hier, das ist der nächste Spot, das ist hier deutlich, die Menschen in Kapernaum, in Korazin, in Bethsaida haben mehrheitlich den Heiland abgelehnt. Sie haben es nicht angenommen, was er getan hat. Und da legt die Schrift Wert drauf. Sie sagt, die meisten seiner Taten sind dort passiert. Gesegnete Stadt, Kapernaum. Was ist da alles passiert? Jesus hat den Besessenen geheilt. Das haben Menschen gesehen oder zumindest Kunde davon bekommen. Da hat Jesus die Schwiegermutter des Petrus geheilt. Da war der Hauptmann von Kapernaum, der schicken lässt und der dann hört nicht, dass Jesus Christus ihm sagt halt, dein Knecht ist gesund. Nur weil er geglaubt hat, weil er gesagt hat, aber auf dein Wort hin, nur auf sein Wort hin. Dass der Gelähmte, die Geschichte, wo sie das Dach aufgedeckt haben, haben ihn runtergelassen, auf einmal konnte er gehen, das haben die alles vor Augen gehabt. Da hält Jesus, Johannes 6, die Brotrede. Was für gewaltige Worte, nicht nur gewaltige Taten. Das Evangelium geht so weit, in Matthäus 9 wird über Kapernaum gesagt, es war seine Stadt. Es war seine Stadt. Aber die haben es nicht angenommen. Interessiert zugeguckt, wenn man in Jerusalem war und jemand nach Jesus fragte, da konnte man so ein bisschen mitquatschen halt. Aber die haben Jesus nicht angenommen, sie haben ihn abgelehnt. Die einen vielleicht ganz schroff,
andere so ein bisschen freundlich distanziert, andere so ein bisschen, ja, ich werde mal vielleicht gucken, aber sie haben ihn abgelehnt. Und da ist Jesus klar. Jesus lockt, Jesus sucht, Jesus ruft. Aber irgendwann ist vorbei. Und wer dann in der Ablehnung, in der Verachtung verharrt, der hat keine Möglichkeit. Ich zitiere jetzt Jesus, Johannes 12, Vers 48. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tag. Das sind knallharte Worte. Nicht von mir, von Jesus Christus. Und wenn heute Morgen jemand unter uns ist, in diesem Raum, der bisher Jesus noch nicht angenommen hat, der den Heiland bisher abgelehnt hat, den möchte ich noch einmal im Auftrage Jesu Christi rufen. Komm zum Heiland, lass dich retten, komm unter das Kreuz. Heute mach deine Sache mit Jesus klar, weil wenn du in der Ablehnung verharrst, wirst du verloren sein für Zeit und Ewigkeit. Denn die, die Jesus kennen, haben keine Entschuldigung. Menschen, die nie von ihm gehört haben, irgendwo in Afghanistan, ein Bauer vor 500 Jahren, der den Namen Jesu nie gehört, der wird gerichtet, wie wir es gehört haben in Matthäus 25. Aber jemand, der wie in Kapernaum, in Bethsaida, all die Taten gesehen hat, all das mitbekommen hat und Kenntnis vom Evangelium hatte, der hat keine Entschuldigung und er wird straight away in die Hölle gehen, weil er Jesus Christus abgelehnt hat. In meiner alten Gemeinde habe ich jemanden besucht gehabt, einen alten Herrn, sehr freundlich, Mitglied in der Kirchengemeinde halt, aber so eben distanziert, so zweimal im Jahr gekommen. Und hatte ich ihn zum Geburtstag besucht, etwas später, und hatte alles voller christlicher Literatur da stehen. Der ganze Schrank war voll Bibeln und so die alten Klassiker alles. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wo haben Sie das denn alles her? Ich dachte ja, vielleicht geht ihr irgendwo anders in der Gemeinde, das war im Siegerland so halt, da gingen manche in die Brüdergemeinde, waren zwar offiziell bei uns Mitglied. Und dann hat er erzählt, oh, der Großvater, der war ja so ein starker Gemeinschaftsmann. Und der Vater und die Mutter und alle haben getan und hin und her und der Hintergrund. Und der wusste alles, der wusste alles. Und dann hat er so die ganze Geschichte, man merkte, der freute sich, dass ich da war, der wollte mir wohl und hatte dann so ein bisschen so den Eindruck, na, wenn er von seinen Vorfahren erzählt, dann werde ich ihm auch wohlwollend entgegentreten. Und ich bin ihm auch wohlwollend entgegengetreten, aber ich musste ihn dann klar fragen, ja, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Wenn der Vater, die Mutter, wenn der Großvater alle so klar beim Heiland waren, haben Sie denn Ihr Leben Jesus Christus auch übergeben? Dann hat der Knaller hat Nein gesagt. Dann hat er dann auch ganz klar offenbart, dass er damit nichts anfangen kann. Wisst ihr, so ist das. Es bringt nichts, wenn man im besten Umfeld aufwächst, in Kapernaum. Man kann alles gesehen und gehört haben in der eigenen Familie, aber kein eigenes Ja zu Jesus gefunden hat. Das bringt nichts. Ich kann getauft, konfirmiert, kirchlich geheiratet haben, hohe Summen gespendet haben an die Kirche, kann sogar sonntags, jeden Sonntag hier sitzen in der Kirche, mir alles Mögliche ansitzen. Solange ich Jesus nicht angenommen habe, solange ich in der Ablehnung des Heilandes verbleibe, bin ich verloren für Zeit und Ewigkeit. Jetzt werdet ihr euch wieder fragen, die jetzt ganz klar beim Heiland sind, warum denn wieder so eine scharfe missionarische Predigt heute Morgen? Weil, das möchte ich euch sagen, auch deshalb, weil einige von euch so ein bisschen eingeschlafen sind in ihrem missionarischen Werben für Jesus. Jetzt ist noch Gnadenzeit. Jetzt lebst du noch. Jetzt bist du noch klar bei Verstand. Und du hast vielleicht ein Kind, ein Enkelkind, ein Patenkind, einen Nachbarn, der noch nicht beim Heiland ist. Und da möchte Gott sehr gerne, dass dein Kind, das noch nicht wiedergeboren ist, dein Enkel, dein Nachbar zum Glauben findet. Aber es ist niemand da, der deinem Sohn, deiner Enkeltochter, deinem Nachbarn das Evangelium bezeugt. Und da sollst du hingehen, denn jetzt ist noch Gnadenzeit. Du sollst werben für Jesus, du sollst einladen zu ihm. Denn ihr wisst doch, wenn jemand in der Ablehnung von Jesus verharrt, dann ist er verloren für Zeit und Ewigkeit. Das ist ja so das Problem. Dem stimmen wir alle zu. Jeder, der wiedergeboren ist, soll sagen, das, was der Latze bis gerade gesagt hat, ist alles richtig. Ist vielleicht ein bisschen hart, aber stimmt alles. Also die Bedeutung glasklar. Aber die Beachtung, die Umsetzung für unser Leben, was machen wir denn daraus? Ist ja eines zu sagen, war alles richtig, was er gesagt hat heute Morgen. Stimmt alles, was in der Bibel steht. Aber wir setzen uns nicht in Bewegung und sprechen nicht mit den Menschen, die uns wichtig sind. Leute, die gehen verloren für Zeit und Ewigkeit. Wenn du jemanden kennst, den du lieb hast, und ich spreche jetzt wirklich für Menschen, die dir am Herzen liegen, nicht für halb Bremen, nicht für deinen Arbeitsplatz, ich spreche jetzt wirklich für die Menschen, die dir am Herzen liegen,
für die du eine Verantwortung übernommen hast, deine Kinder, deine Enkel, wer auch immer, wer ist dir wirklich wichtig und ist noch nicht beim Herrn? Bitte, da hast du eine Aufgabe. Geh hin, bete für diesen Menschen und erzähl ihm davon, dass es Rettung gibt. Und wenn du jetzt sagst, das habe ich schon 50 Mal gemacht, bitte, dann wird es das 51. Mal gemacht. Glaub mir, es gibt Leute, die werden beim 51. Mal oder beim 251. Mal vom Heiligen Geist überwunden. Es kann aber auch sein, dass es wieder vergeblich ist, aber das spielt keine Rolle. Jesus möchte ja, dass alle gerettet werden. Wenn ich hier von dem harten Richter gesprochen habe, dann ist das die eine Wahrheit der Bibel. Aber das andere ist, dass Gott die Liebe ist und er möchte, dass Menschen gerettet werden. Und dass er alles dafür getan hat, dafür ist er selber gestorben. Aber wir müssen seine Botschaft ausstreuen. Deshalb bitte ich euch im Namen Jesu Christi, geht hin zu den Menschen, die euch lieb sind, die euch auf dem Herzen liegen, für die ihr vielleicht auch eine Verantwortung übernommen habt als im Partneramt und die nicht bei Jesus sind. Ladet sie der nächsten Woche nochmal neu ein. Und wenn ihr nicht sprechen könnt, weil ihr sagt, ja, ich habe nicht die Rhetorik wie Pastor Latzel oder weiß der Kuckuck was, dann nehmt den Brief und schreibt den. Geht hin und schreibt, liebe Tina, lieber Georg, keine Ahnung, wie sie heißen halt, schreibt dann, was das für tolle Menschen sind und sagt, wisst ihr was, ich habe dich total lieb. Eine Sache liegt mir noch am Herzen. Ich möchte nicht eines Tages in der Ewigkeit ohne dich sein. Aber wenn du ohne Jesus bleibst, dann habe ich diese große Angst, dass du nicht da bist. Bitte, geht hin, setzt euch da wirklich in Bewegung, dass Menschen erreicht werden, dass sie nicht in der Ablehnung des Heilandes bleiben. Ein viertes und letztes Schlaglicht, ein vierter und letzter Spot, die Notwendigkeit der Buße. Wenn Menschen das erkannt haben, dass es ein Gericht gibt, dass es einen Richter gibt, der sie zur Verantwortung zieht, dann passiert Folgendes, dass sie zur Buße kommen. Und das ist auch das, was Jesus hier vorwirft. Hier heißt es halt in der Schrift, dass sie nicht Buße getan haben. Die haben keine Konsequenzen daraus gezogen. Die haben das vielleicht gut gefunden, dass Jesus den Gelähmten geheilt haben. Die fanden das vielleicht gut, was er inhaltlich gesagt hat in dieser Brotrede halt. Aber sie haben keine Konsequenzen daraus gezogen. Sie haben keine Buße getan, so heißt es hier im Vers 20. Denn sie haben nicht Buße getan. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir Buße tun. Und daran möchte ich uns auch nochmal erinnern. Das ist mir so fast der wichtigste Spot für die, die auch wiedergeboren sind. Lasst uns in der Buße bleiben. Auch das ist so ein Thema, das ganz, ganz wichtig ist in der Bibel. Ihr wisst, die Propheten haben immer wieder Israel zur Buße gerufen. Johannes der Täufer, als er sein Wirken beginnt, der ruft zur Buße. Jesus, als er sein Wirken beginnt, immer wieder Buße, Buße, Buße. Lesen Sie ein Evangelium durch und dann nehmen Sie mal einen Marker, schreiben überall an, wo Buße, Buße, Buße im Neuen Testament ist. Als es losgeht mit der ersten Gemeinde, als Petrus die Predigt gehört, was sollen wir denn tun? Ja, tut Buße. Das Erste, was die Gemeinde hört, tut Buße. Und das ist nicht ein einmaliger Prozess, sondern immer und immer wieder. Buße, Buße, Buße. Natürlich für den, der noch nicht wiedergeboren ist. Wenn der das erkennt, dass es ein Gericht gibt, da gibt es nur eins, erstmalig Buße tun. Sagen, ich bin ein Sünder, ich habe es nicht verdient, vor dir zu bestehen, bitte sei mir gnädig. Aber auch wir, die wir im Glauben sind, wir müssen immer wieder Buße tun, immer wieder umkehren. Dieses Wort, was hier steht, Metanoia im Griechischen, heißt umkehren. Umkehren zu Gott. Und wisst ihr, ich bin jemand, brauche diesen Bußruf immer wieder. Gott muss mir immer wieder den Ordnungsgong geben. Wir haben ja das Beichtgebet, was wir grundsätzlich sprechen nach der ersten Lesung. Und da werdet ihr vielleicht mitgekriegt haben, halt, dass ich da sehr häufig immer dasselbe inhaltlich bete. Immer darum, Herr, führ du uns auf den Weg zu und gib uns deinen Geist, dass wir nicht nach dem alten Adam, das sind immer wieder so solche Dinge. Das bete ich deshalb, weil das mein Schicksal ist. In mir gibt es wie in euch, wenn ihr wiedergeboren seid, zwei Größen. Wir haben den Heiligen Geist und wir haben den alten Adam. Und natürlich weiß ich, wie der Weg sein soll, den ich gehen muss. Aber ganz häufig lasse ich mich nicht von der Ausrichtung auf Jesus bestimmt sein lassen, sondern das sind andere Dinge, die in meinem Leben wichtig und groß werden. Meine Gesundheit, mein Geld, meine Frau, meine Gemeinde, meine Macht, mein Ansehen, all die Dinge. Und dann dekliniert mich der Widersacher durch und ich laufe nicht auf dem Weg des Heilandes, sondern in meiner Selbstverkrümmtheit, in meiner Ich-Zentriertheit führe ich mein Leben. Und da brauche ich das immer wieder. Buße tun. Ich möchte nicht wie Kapernaum werden. Kapernaum hat alles gesehen vom Heiland. Ich bin Profi-Christ, ich darf mich mit allem beschäftigen, was in der Bibel steht halt. Ich weiß so viel, aber ich kann nur sagen, Herr, bewahre mich davor, dass ich werde wie Kapernaum, dass ich das alles weiß und gesehen und wahrgenommen habe, aber selber nicht bußfertig bin. Lass mich nicht zum Pharisäer im Tempel werden, Lukas 18, der da meint, alles verstanden und gecheckt zu haben halt, der aber keine Gnade vor dir findet, aber der reumütige Sünder, der nur um Gnade bettelt, der die Buße tut, der ist vor dir gerecht. Lass mich ein bußfertiges Herz vor dir haben halt. Das muss ich immer
immer wieder sagen, Herr, führ mich weg von der Ich-Zentriertheit, bring du mich in die Jesus, in die Gott-Zentriertheit. Das ist Buße. Buße ist nicht das ein oder andere Ding nicht tun, das ist nur eine Bekämpfung von Ursachen. Zu sagen, ich gucke mir keine Pornokanäle mehr an oder ich rauche nicht mehr, ich saufe nicht mehr, ich schlage meine Frau nicht mehr, da weiß der Kuckuck, was euer Problem ist halt nicht. Nein, das sind nur die Auswirkungen, der Grund, die Ursache dessen halt, ist, dass wir ich-zentriert leben. Und davon müssen wir weg. Davon muss ich weg als allererstes, weil ich der Sünder Erster bin in dieser Gemeinde. Aber davon müssen wir alle immer wieder neu weg. Und deshalb ruft uns Gott immer wieder neu zur Buße. Ich bin gerufen, Buße zu tun. Ihr seid gerufen, auch ihr wiedergeboren seid, immer wieder neu Buße zu tun. Und das möchte ich euch auch mitgeben. Bitte, werdet nicht zu Kapernaum. Dass wir alles mitkriegen, weil das ist so eine Gefahr. Diese Stelle, diese Texte, so eine Stelle, die kann man schnell so runterdenken. Ah, alle, die draußen stehen, nicht? Ist man ganz schnell dabei, sagt, ich bin ja wiedergeboren, mir geht's ja so gut, ich bin ja so fromm, ich bin ja so ein Glaubensheld. Man merkt gar nicht, wie man tatsächlich zum Hochmut wird und auf einmal selber zum Kapernaum wird. Man hat zwar vieles verstanden, aber man hat selber nicht Buße getan. Deshalb schlagt immer wieder in euch, tut immer wieder Buße vor dem lebendigen Gott, weil das der zentrale Inhalt unseres Glaubens ist. 4 Spots auf diesen Text und ich habe bei der Überschrift geschrieben, 4 Spots auf Entscheidendes. Ich habe das erzählt, wenn wir diese Kirche renovieren werden, dann werden wir diesen Weg haben, da werden wir nicht nur Entscheidendes zeigen, wie die Kanzel oder die Menorah, den segneten Christus, da werden auch so Kleinigkeiten gezeigt, also zum Beispiel die Hochwassermarke oder das Martinsfenster. Das ist nicht heilsentscheidend bei diesem Wanderweg. Das ist nice to have, schön zu sehen, aber nicht wirklich wichtig. Aber die 4 Punkte, um die es hier gegangen ist in dieser Predigt, diese 4 Spots, die waren und sind alle heilsentscheidend. Deshalb 4 Spots auf Entscheidendes. Erstens die Wahrheit der Schrift, zweitens die Existenz des Gerichtes, drittens die Ablehnung des Heilandes und viertens die Notwendigkeit der Buße. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Glauben und deinem Leben segnen. Amen. Der Friede unseres lebendigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen. Wir hören die Orgel und wollen noch einmal über das Gehörte nachdenken.